die Hula Film Crew bei der Ideensuche für die Video Challenge der Sparkasse Hanau. Wir befinden uns genau einen Monat und zwei Tage vor dem offiziellen Abgabetermin. Also, Jungs und Mädchens, wir haben uns hier versammelt, weil wir eine Idee brauchen. Hat jemand eine Idee? Ich hab's. Also, ich nicht. Toyota und Yamaha. Mitsubishi. Robert! Sag doch mal was. Wieso soll ich was sagen? Ich hab uns hier versammelt. Du hast noch Johannes. Ich hab uns hier versammelt. Ich keine Ahnung. Ja, ja. Du bist doch kreativ. Ich? Nein, ja. Ich bin nicht kreativ. Ja, ich hab keine Ahnung. 6.5 hours later. Ich hab eine Idee. Erzähl. Auf Schneller. Und zwar, wir nehmen ab die Challenge einfach wörtlich. Also richtig krass. Genau. Und zwar nehmen wir dann Abi-Challenge, wir verbinden das mit 3-4 Personen, die eine Aufgabe während dem Abitur erledigen. Und da wir nicht so viel Zeit haben, würde ich vorschlagen, wir machen 3 Aufgaben, die halt vor der Zeit sich dann immer schwerer werden. Was sind denn dann, was meinst du denn für Challenge? Ja, das ist eine gute Frage, dann müssen wir erstmal klären, ne? Machen wir nächsten Monat, oder? Alles klar, hauen wir ab. Ja. Ja. 3 weeks later. Ja, also, ich war jetzt nicht dabei, aber ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, es war schon echt krass für alle Beteiligten. Auf jetzt! Was denn? Wir brauchen jetzt ein Video! Ja, dann mach doch ein! Mach doch, wo ist eigentlich diese Boah ist er? Wer denn? Der kleine Gnom oder was? Der kleine Gnom? Ja? Wo ist der? Wo soll. Keine Ahnung, wo der ist! So, wo ist der Kerl jetzt? Weiß ich nicht. Ja, dann schreib den halt mal an. Wozu gibt's denn moderne Kommunikationsmittel? Haben da schiebt eine Bombe in. Also, ich kann so einmal hier arbeiten. Du bist doch hier der Troll von uns beiden. Ein Troll, ja, gib dir den Troll. Ihr seid so schrecklich. Was soll man denn da machen und ich will jetzt auch nicht in dieser Situation gewinnen? Hast du mal was von Pünktlichkeit gehört? Ne? Nee, jetzt ganz mal ehrlich, kannst du nicht einfach pünktlich sein? Wir haben hier alle keinen Bock. Und du, was machst du? Ja, du nervst mich auch. Was nennst du hier eigentlich? Nennst du dich jetzt? Alter! Okay. Alte? Klasse! Warum? Silenzio! Was machst du jetzt ein Selfie? Geh mal weg, okay. Ey! Stop. Was willst du eigentlich jetzt hier schon wieder? So, gut, jetzt sitzt hier. Jetzt setze ich mich auch erstmal hin. So. So. Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Ich hab keine Bock mehr auf die Scheiße! #3 Ja? Vielleicht werfe ich dich auch gegen dich, gegen das Fenster. Vielleicht werfe ich auch dich gegen dich. Du findest das? Ja? Ja. Was denn? Ich war! Geh weg! Da saßen wir, alle total abgefuckt und hatten immer in den Gesichtern gesehen. Jeder war abgefuckt und ich muss schon sagen, wir haben nichts auf die Reihe bekommen. All diese ganze Zeit. Ich meine, was haben wir denn da für Leute? Ein Diktator, der eine Frau ist, ja? So, dann haben wir, was haben wir? Die Leute vom Ton, das sind halb, ja? Und der Japaner, der versteht nichts. Was soll ich denn machen da? Oh, und dann bin ich auch ausgerastet. Alter, ey. Ob das noch was wird?